Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse an den Neuheiten von Volt 2025. Ein paar von Ihnen waren vielleicht schon kurz zuvor in der Inventor-Präsentation. Nun geht es mit dem Thema Volt 2025 weiter. Was sind da die neuen Funktionen? Für alle, die was vorher nicht dabei waren, möchte ich uns kurz vorstellen als Unternehmen. Wir sind die Firma ADACA CAD Systems, aufgeteilt in drei Geschäftsbereiche. Geschäftsbereich 1, da wo wir uns befinden, im Maschinenbau-Fertigungsbereich. Dann haben wir noch den Stahl- und Anlagenbau, wo es ja um klassischen Hallen, Stahlbau, Rohrleitungsbau und so weiter geht. Und dann einen wesentlichen Bereich, den Architektur- und Bauwesenbereich, alles rund um Gebäude und was darum dazugehört. Wir sind Autodesk Goldpartner, das heißt, wir müssen gewisse Prüfungen und Ziele erreichen, dass wir auch unseren Status behalten und Ihnen bestmögliche Lösungen und Unterstützung anbieten können. Das umfasst unser Leistungsspektrum, beginnend von ersten Produktpräsentationen über Schnupperkurse, Webinare, so wie wir es heute haben, verschiedene Arten von Schulungen, Individualkurse, Begleitung bei Projekten, individuelle und diverse Programmierungen im Autodesk-Umfeld. Wir bieten auch über unsere Homepage ein Ticketsystem an, wo Sie bei Supportfällen und so weiter uns kontaktieren können und unterstützen unsere Kunden natürlich auch rund um die Lizenzverwaltung, Lizenzierung und alles, was zum Account und zur Verwaltung dazugehört. Dann starten wir schon mit einigen Highlights von Volt 2025. Es wurden ja auch schon in den letzten Updates von 2024 einige Neuerungen eingebracht. Und ja, hier ein paar wichtige zum Hervorheben von 2025. Es gibt eine automatische E-Mail-Benachrichtigungsfunktion. Das heißt, Sie können die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Ihren Kollegen und den Teams verbessern und können, sobald ein Lebenszyklus geändert wird, entsprechenden Kollegen oder Abteilungen automatisch eine E-Mail zukommen lassen, dass der nächste Schritt ist, dass die Prüfung ansteht oder ob die Freigabe passiert ist oder was auch immer. Also das ist frei konfigurierbar, kann hier über die Einstellungen definiert werden und dementsprechend auch angepasst werden. Es gibt eine gewisse Vorlage von vordefinierten E-Mails mit der Textkörper und so weiter, können aber auch komplett benutzerdefiniert angepasst werden und kann halt so gezielt Nachrichten oder Mitteilungen an den jeweiligen Mitarbeiter, den Vorgesetzten oder was auch immer weitergeben und das eben bei einer Lebenszyklusänderung, ohne dass ich da separat eingreifen muss. Was sind Erweiterungen im Admin-Bereich für Administratoren? Da haben wir eine Passwortrichtlinie jetzt dazu bekommen, die Sie erzwingen können als Administrator, um so für mehr Sicherheit für Ihre Daten zu sorgen. Da gibt es unter die globalen Einstellungen gibt es da die Möglichkeit, hier ein Passwort oder eine Passwort Policy hinterlegen. Dies können Sie mit gewissen Kriterien durchsetzen, wie Mindestlänge, Kombination aus Groß-Kleinbuchstaben, so wie man es auch aus anderen Systemen kennt, mit Zahlen, Sonderzeichen und so weiter. Wenn Sie das jetzt einführen und die Clients oder Ihre Kollegen diese Passwortrichtlinie nicht erfüllen, bekommen die eine Meldung, dass sie das nachholen müssen und werden dann aufgefordert, ein neues Passwort anhand der Richtlinien zu vergeben. Somit muss das dann jeder machen, auch wenn er es jetzt noch nicht hat. Der, was jetzt schon hat, die Kriterien, der wird dann läuft das ganz normal weiter. Ein weiterer Punkt ist, die Bereinigungsfunktion wurde erweitert. Also das Purgen, das kann ich jetzt einerseits Ordner bereinigen bei ebenso Lebenszyklusänderungen und kann das ähnlich wie die Datei- und Elementversionen werden dann einfach innerhalb eines ausgewählten Projekts gelöscht, aber das fällt auf den ganzen Ordner. Oder eben bei Lebenszyklusänderungen, wann eine Änderung stattfindet von Entwurf auf Planung oder was auch immer, dann wird das dementsprechend auch automatisch bereinigt und somit spare ich mir den manuellen Eingriff und kann das Prinzip dann
in Jobrechner oder eben den Volt für mich erledigen lassen. Auf der Client-Seite haben wir erweiterte Funktionen für das Suchen. Also ich kann da jetzt nach mehreren Kriterien suchen und auch die vorhandenen oder gespeicherten Suchen kann ich um die Suchkriterien erweitern und auch auf die Grundsuche anwenden. Die Suchkriterien, die in der Schnellsuchleiste oder im Suchdialog eingegeben werden, können gespeichert werden und auch auf andere Ordner dementsprechend verwendet werden oder auch für die Kollegen verwendet werden, wenn man das dementsprechend zentral ablegt. Da gibt es noch eine Erweiterung für den Think Client. Der Think Client, wer den noch nicht kennt, kann man noch ein paar Worte dazu, ist ein Online-Zugang zu meinen Daten. Und da habe ich jetzt als Administrator die Möglichkeit, die Anzeigeeinstellungen anzupassen, Datei, Artikel, Änderungsauftrag, den Bereich einfach ein- oder auszublenden, den Arbeitsbereich als Standardseite festlegen und auch mein eigenes Logo kann ich da reingeben oder hinterlegen, dass das dementsprechend dann ein Unternehmensmerkmal ist oder dass ich weiß, okay, ich bin im richtigen Tresor. Und im Think-Client habe ich die Möglichkeit, dass ich auch zwischen verschiedene Tresore, falls das ein Thema ist, wechsle, dass ich da einfach gleich auf einen Blick sehe, ob ich da im richtigen bin oder nicht. Manche sind vielleicht noch auf Vault Workgroup unterwegs. Viele haben schon umgestellt auf Professional. Ich möchte jetzt nur mal die wesentlichen Vorteile von Vault Professional hervorheben. Das ist einmal, habe ich eine Software-Integration in Richtung Autodesk Revit, also wenn es in Richtung BIM oder Architektur geht, in Fusion Team und in BIM 360. Ich habe auch die Möglichkeit für die Integration hinsichtlich ERP-Systemen oder auch den PLM-System Fusion Lifecycle von Autodesk. Also ich habe da einfach Möglichkeiten über API-Schnittstellen und andere Technologien, Verbindungen zu anderen Systemen zu schaffen. Ich habe eine gewisse Skalierbarkeit und Kontrolle des Datenzugriffs auch für mehrere Standorte, also Datenreplikation. Wenn ich jetzt auf verschiedenen Standorten meine Server stehen habe, kann ich die quasi miteinander sprechen lassen. Ich kann benutzerdefinierte Objekte anlegen. Ich habe eine Stücklistenfunktion, eine Stücklistenverwaltungsfunktion dabei. Ich habe die Funktion von automatisierten Änderungsaufträgen. Habe eine Geometriesuche dabei, also das heißt Duplikatsuche, wenn jetzt gewisse Kriterien, nach gewissen Kriterien suche, brauche ich und das so ein Gleichteil oder ein ähnliches Teil finde, kann ich das als Basis nehmen und das dementsprechend ändern und muss nicht von vorne anfangen. Und die Funktion ist eben im Vault Professional inkludiert. Ich habe eben den Think Client, wie schon angesprochen, also den habe ich mit dabei, dass ich da von außen über eine Webplattform oder über einen Webbrowser zugreifen kann. Es gibt eine Mobile-App, Android und Apple basierend und es gibt den Vault Gateway, das ist Remote-Zugang auf meine Vault-Daten und für das brauche ich keinen VPN-Zugang. Der Think Client bietet schreibgeschützte Funktion zum Anzeigen und Freigeben von Vault-Daten in einem Webbrowser, habe ich vorher schon erwähnt. Sie können hier suchen und navigieren, ganz normal im Dokumentenbereich. Sie können sich eine Vorschau Ihrer Daten anzeigen lassen. Das passiert über einen Forge-Viewer. Sie können Anzeigen von Änderungsaufträgen, die Änderungsaufträge sich anzeigen lassen und dementsprechend auch mit eingreifen oder mitarbeiten. Sie können suchen, navigieren im Artikelbereich. Sie können Dokumente downloaden und viele Funktionen noch dazu. Das Ganze schaut so aus, wie gesagt, es ist webbasierend, kann davon überall drauf zugreifen. Wir haben immer vermehrt die Anfragen, wie komme ich zu meinen Daten, aber wenn ich jetzt unterwegs bin auf einer Dienstreise bei einem Kunden, wie möchte ich da, wie sind da die Möglichkeiten? Und da bietet sich natürlich der Think Client an, da kann ich mich ganz normal mit meinem Autodesk-Account anmelden und habe da dementsprechend Zugriff auf meine Daten, auf meinem Tresor. Genauso wie über den Vault Gateway, wo ich im Prinzip auf die Daten zugreifen kann und durch das, dass der Vault immer mehr oder
immer mehr vertieft in die Unternehmensstrukturen sich befindet, ist das oft ein wesentlicher Mehrwert und Vorteil, dass ich da immer zu meinen Daten komme und von überall und muss nicht immer meinen großen Laptop mitschleppen oder was auch immer. Zusätzlich habe ich natürlich auch noch die App, wo ich genauso viele Funktionen habe und mir die Daten ansehen kann. Wie gesagt, gibt es für Android und für iOS, ob jetzt Smartphone oder Tablet, ist egal, also einfach ein Mobilgerät. Ich kann da 2D- und 3D-Entwürfe mir anzeigen lassen und anschauen. Ich kann nicht CAD-Daten ein- und auschecken, Dokumente genehmigen und signieren. Also auch wenn ich unterwegs bin und ich bekomme jetzt über so einen Lebenszyklusänderung beispielsweise die Aufforderung, dass was zum Freigeben ist oder zum Prüfen ist, kann ich das auch von unterwegs aus machen. Änderungsaufträge erstellen, daran teilnehmen, QR-Barcode, verschiedene Sachen durchsuchen, durchführen, unterstützt werden über 100 verschiedene Dateiformate und aussehen tut das ganz grob so. Also wie gesagt, auf der einerseits die Verwaltung, andererseits sehe ich da die Daten und kann man auch die 3D-Daten dementsprechend visualisieren, anzeigen lassen und ja, bin mobil vernetzt und habe da Zugriff auf meine Daten, wo auch immer. Unser Angebot für Sie rund um Autodesk Vault oder auch Inventor und weitere Produkte sind einerseits mal kostenlose Demos, wenn irgendwo Interesse besteht an irgendeiner Lösung, an einer Anwendung, was auch immer. Gerne arbeiten wir mit Ihnen gemeinsam die Dinge dann bei Workshops mit Ihnen gemeinsam aus. Wir bieten Konfigurationen, Implementierungen, Anbindungen zu ERP-Systemen und anderen Systemen. Wir unterstützen bei der Migration auf die aktuelle Version oder generell bei Versionsumstiegen. Wenn man beginnen möchte mit Vault, starten wir mit einem Quick-Start-Package, mit einer einfachen Implementierung. So sind Sie innerhalb von 3 Tagen mehr oder weniger startklar und können mit dem System vollumfänglich arbeiten, dass Sie da erste Prozesse abbilden können und dementsprechend Ihre Daten richtig verwalten können. Obendrauf bieten wir natürlich Schulungen und unterstützen Sie in jeglicher Art in Richtung Software, Softwarebedienung und Anwendung. Schulungen, wir haben seit kurzem unsere neuen Hybrid-Lehrgänge auch im Maschinen- und Fertigungsbereich. Das heißt, wir haben eine Plattform, wo Sie oder Ihre Kollegen als Schulungsteilnehmer sich online vorbereiten können auf die Schulung. Man bekommt da vom jeweiligen Termin eine Woche vorher ein gewisses Videomaterial oder Vorbereitungsmaterial zur Verfügung gestellt, kann sich das dementsprechend ansehen und auch als Handy-App verfügbar, also auch von unterwegs, kann man sich da vorbereiten auf die Kurse. Es gibt dann je nach Schulungsthema, so 2-3 Wochen dauert das ein wöchentliches Live-Training, wo der Trainer dann für Sie Zeit hat und die Themen aus der Vorbereitung live gemeinsam durchgegangen werden und darauf aufgebaut wird. Zusätzlich haben Sie nach den jeweiligen Live-Tagen auch Zugang zu den Aufzeichnungen. Also Sie können da immer wieder nachschauen, wenn Sie sagen, okay, jetzt 2-3 Wochen später, jetzt, das haben wir ja kurz in der Schulung gehabt, wie ist das nochmal gegangen, kann ich dann jederzeit darauf zurückgreifen und mir die Sachen nochmal ausschauen. Einerseits die Vorbereitungsvideos, andererseits auch die Aufzeichnungen aus den Live-Trainings. Das Ganze schließt man ab mit einer Prüfung. Also jetzt nicht so wie in der Schule, aber ein paar Fragen gibt es und Sie bekommen dann natürlich ein Zertifikat und eine Bestätigung für die Absolvierung dieses Lehrgangs, dass Sie auch dementsprechend Ihr Wissen oder Know-how nachweisen können. Und obendrauf bieten wir auch noch ein ADACA-CAD-Trainingsabonnement zusätzlich an, wo Sie Zugriff auf die ganzen Materialien haben, Supportmöglichkeiten. Wir bieten auch wöchentlich oder 14-tägig eine sogenannte Deep Dive Sessions, wo wir einfach aktuelle Supportfälle aufgreifen oder so wie es jetzt ist, Neuerungen einfach mit einnehmen, einfach Themen aus der Praxis live präsentieren und da im Austausch mit unseren Kunden sind. Zu den nächsten Schulungen oder zu den Schulungstermine. Der nächste Lehrgang, was wir jetzt gerade besprochen haben, für den Inventor Grundkurs findet oder startet am 11. April und am 22. und 23. April 2024 bieten wir eine Inventor iLogic Schulung an.
Für die, was iLogic nicht kennen, iLogic ist eine Programmiersprache, die oder eine Funktion, die im Inventor inkludiert ist. Und da haben Sie die Funktion, über Vergabe von Regeln und Parameter Ihre Konstruktionsprozesse in gewisser Art und Weise zu automatisieren, standardisieren und so ja, unterm Strich Zeit zu sparen, wenn Sie wiederkehrende Konstruktionsprozesse oder Aufgaben haben. Die können Sie da dementsprechend abbilden und auch der ganzen Mannschaft, dem ganzen Team zur Verfügung stellen, dass da jeder mit den gleichen Standards arbeitet. Wenn da irgendwo Interessebedarf besteht, sind bei beiden Terminen noch Plätze frei. Unten finden Sie den Link auf unsere Homepage, also adaka.com, und dann unter Schulungen finden Sie unser komplettes Schulungsangebot mit den jeweiligen Terminen. Sollte mal was nicht dabei sein oder Sonderthemen anstehen, kommen Sie bitte jederzeit gerne auf uns zu. Wir beraten Sie da gerne und können im Prinzip alle Anwendungsfälle abdecken und Sie da dementsprechend unterstützen. Ja, das war es schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, die Punkte waren für Sie informativ. Wie gesagt, wenn Fragen sind, wenn Sie noch mehr Informationen benötigen, bitte direkt auf uns zukommen. Das Webinar oder die Präsentation wird in Kürze auch auf unserem YouTube-Channel zur Verfügung stehen. Einfach noch einmal zum Nachsehen oder auch für eine interne Verteilung bei Ihnen im Unternehmen, dass die Kollegen da auch einen Blick drauf werfen können. Ansonsten wünsche ich Ihnen schöne Feiertage, frohe Ostern, alles Gute und bis bald. Dankeschön.